Der Konstrukteur. Vier Jahre dauert die Ausbildung zum Konstrukteur in Maschinenbautechnik, wie hier bei der Firma Gassner in Frankenmarkt. Der Spezialist in der Herstellung von Verpackungsmaschinen und Förderanlagen. Wir sind in der Lage, einen breiten Bereich abzudecken, von der Entwicklung bis zum Erlebnis der fertigen, laufenden Maschine und Anlage. Der Konstrukteur ist für die Entwicklung, die normgerechte zeichnerische Darstellung sowie die konstruktive Auslegung und Berechnung von Maschinen zuständig. Erstmals ist er zuständig für die Entwicklung, wird dann umgesetzt in konstruktive Darstellung am CAD und anschließend zu Papier gebracht. Die Ausbildung findet im Betrieb wie auch in der Berufsschule statt. Für einen Lehrling mitzubringen sind gewisse Voraussetzungen. Vom Können her sollte er natürlich in der Lage sein, technische Sachverhalte zu durchschauen, sollte Interesse für die Technik zeigen, sollte er gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben und sollte einfach die Leidenschaft und Technik mitbringen, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Ich war schnuppern da und dann habe ich bemerkt, dass das eine klasse Firma ist. Mir hat es in der Hauptschule schon sehr interessiert, das geometrische Zeichnen, und deswegen ist das der optimale Beruf. Die Firma Gassner setzt auf die eigenen Lehrlinge und bildet neben den Konstrukteuren, Mechatronikern, Maschinenbauer und auch Bürokauffrauen aus.